kurze Warnung. Das wird schräger als sonst. Ist leider so. Du hast mich gerufen. Und hier bin ich. Ich weiß, ich habe dich manchmal ignoriert. Ich bin immer froh, von dir zu hören. Ich hoffe eben immer wieder. Und wurde dabei so oft enttäuscht. Habe nichts gefunden. Es ist, als lebten wir in einem Raum mit einem Poster an der Wand. Wir starren das Poster an und denken, das ist die ganze Welt. Der Raum. Und das Poster. Das Bild ist schön. Eine Landschaft, eine Berühmtheit. Wie in diesem Film. Diesem Gefängnisfilm. Wie ist er noch gleich? Der Raum ist unsere Zelle. Und das Bild. Es ist für alle anders. Ob schön, hässlich, grausig oder traurig. Es fesselt uns alle. Doch es ist eine Lüge. Es lenkt uns von der Wahrheit ab. Sie belügen uns. Wir belügen uns selbst. Der Raum ist nicht die Welt. Die Welt ist viel größer und viel verrückter. Ein verborgenes Loch hinter dem Poster führt in die echte Welt. Wir fühlen uns in unserem Raum sicher. Aber manchmal kriecht etwas hinter dem Poster hervor. Und die, die es sehen, flippen aus und versuchen alles, um es wieder zu vergessen. Ich bin hier. Warum hast du mich hergebracht? Hallo? Ist da jemand? Hallo, dem schließe ich mich an. Herzlich willkommen hier bei den Neon Green Monkeys. Willkommen zu einem neuen Projekt, und zwar zu Control, was wir zusammen spielen werden. Hier ist niemand mehr da. Dann gehen wir doch mal hier gucken. Sammelobjekte. Wir sind hier im Federal Bureau of Control. Bestimmte Objekte sind innerhalb der Behörde nicht erlaubt. Jüngste Vorfälle haben eine Auffrischung über die verbotenen Materialien notwendig gemacht. Unerlaubte Waffen, Pager, Laptops, Smartwatches, Smartphones, smarte Spielgeräte, alles andere smarte, Bleistifte HB, okay, alle Objekte, die als ikonische Repräsentation eines archetypischen Konzepts gelten, zum Beispiel gummierten Ketchupflaschen. Alle Materialien, die von der Behörde untersucht werden, müssen durch private Eingänge hereingebracht werden. Wenn Sie beobachten, dass Lobbymitarbeiter gegen diese Richtlinie verstoßen, informieren Sie bitte sofort Ihren Vorgesetzten. Okay. Hatte das Spiel auf der Gamescom angespielt und hatte eh schon vorher entschieden, es zu machen, aber nachdem ich es angespielt hatte, dachte ich mir, ich hol's auf jeden Fall. Und hier sind wir jetzt. Aber wo sind alle anderen, ist die Frage. Damit kann ich wohl nichts anfangen. Dann gucken wir doch mal hier weiter in der Behörde nach. Kann ich nochmal Stufe drauflegen von der Geschwindigkeit? Ist hier noch was zum Einsammeln? Nee. Federal Bureau of Control. Jahrelang habe ich die gesucht. Und hier sind sie, direkt vor meinen Augen.
Oh, Schild umgerannt. Hier gibt es noch was. Was haben wir denn hier? Achtung, alle Mitarbeiter. Ein Hai in seinem, obwohl sicherer, Genehmigung zum nach einfachem Protokoll erschießen. Viel Glück. Schön geschwärzt das Ganze. Gegenstände blinkt es ein bisschen. Konzeptmaterial, da können wir bestimmt nochmal das anfangen. Gucken wir aber später mal rein. Erstmal jetzt hier. Ein bisschen umgucken. So, sind Berichte. Hallo, wie Sie jetzt wissen sollten, sind die R4-Berichte am Ende dieser Woche fällig. Wir warten immer noch auf Berichte von einer ganzen Reihe von Leuten. Wenn Sie eine Verlängerung brauchen, fordern Sie bitte das Formular R4.E bei Ihrem Vorgesetzten an. Wenn Sie der Meinung sind, dass Sie keinen R4 einreichen müssen, dann benötigen Sie eine schriftliche Genehmigung von Ihrem Vorgesetzten, die das bestätigt. Vergessen Sie nicht, dass R4 nach Abschnitt 75.2 des Handbuches für Mitarbeiter obligatorisch sind. Sollten Sie Ihren R4 abteilungsübergreifenden Forderungen benötigt werden, dann kontaktieren Sie bei Bedarf bitte den entsprechenden Abteilungsleiter. Dr. Darling, Miss Marshall, Mr. Salvador und Mr. Kirkelund. Sie werden am Donnerstag mit Ihrer jährlichen Überprüfung der Richtlinien zu tun haben, also planen Sie bitte entsprechend. Beste Grüße, das Team von der Verwaltung. Bisschen dunkel. Und wer singt hier? Hallo? Hey, Entschuldigung. Da bist du. Du bist wegen des Jobs hier. Hausmeisterassistentin. Du musst zum Vorstellungsgespräch. Nimm den Aufzug. Da drüben. Danke. Aufzug da lang. Alles klar. Sehr gut. Ich bin Achti, der Hausmeister. Du arbeitest für mich. Du kannst sagen, ich habe dich geschickt. Wenn sie dich nicht einstellen, es gibt Arbeit für die Axt. Nimm sie hinter die Sauna. Ich habe genug Nachtschichten geschoben, um zu wissen, dass man dabei seltsam wagen kann. Aber für mich hat Arti ein freundliches Gesicht. Besser als jemand ohne Gesicht. Stell dir vor, ohne Gesicht. Und weiter geht's. Aber ich weiß schon, was du denkst. Wenn es hier einen Axtmörder gibt, ist er es. Bestimmt. Sind wir hier nicht früh lang gelaufen? War der Fahrschulder auch schon da? Meine Zelle und das Poster. Ich war 11, als ich erstmals hinter das Poster blickte. Sie sagten, ich hätte es mir eingebildet. Seitdem habe ich versucht, es herunterzureißen. Hilfst du mir?
habe ich dich kurz verloren. Du weißt, woran ich denke. An meinen kleinen Bruder, Dylan. Vor 17 Jahren hat die Behörde ihn geschnappt. So, dann gucken wir uns hier mal wieder ein bisschen um in der Behörde. Okay, da komme ich nicht rein. Da geht's rein. Kann man den Alarm hier ausstellen oder so? Auf jeden Fall gibt es ein Sammelobjekt. Verfassen Sie für die Öffentlichkeit bestimmte Materialien. Da halten sich an die folgende Richtlinie, wenn Sie Todesmeldung im Zusammenhang mit dem Willow AVE verfassen. Verwende Wörter im Dienste seines, ihres Landes, bedauern, stolz, stolz sein, wird nicht vergessen. Zu meinen Wörter, Alaska, Schere, Blut, Bluten, Verlust, Entschuldigung, Verzeihung. Okay. Machen. Da gibt es auch noch ein paar Berichte. Barbara, ich darf nicht gestört werden. Bitte sagen Sie mir heute meine gesamten Termine ab für die restliche Woche. Ich kann Ihnen allen nicht vertrauen. Keinem einzigen. Trench. Trench, wie wir auf dem Bild gesehen haben, müsste der Chef sein. Das ist genau der Direktor. Das, wer weiß, was uns da jetzt erwartet. Shit. Shit, shit, shit. Ah, hier haben wir die Karte. Soll sie aufheben? Die Mordwaffe? Echt? Da ist die Frage, mit wem spricht sie denn die ganze Zeit? Aber nehmen wir uns erstmal einfach die Mordwaffe. Und das war's mit dem Poster. Objekte der Macht sind entweder Ergebnis oder Ursache von AVE, gewandelten Weltereignissen, Störungen unserer vermeintlichen Realität. So. Die Amtswaffe kann man natürlich als Musterbeispiel ansehen. Für ein ODM, und zwar ein sehr mächtiges. Teil der DNA der Behörde, zentrale Komponente im Primärkandidatenprogramm. Wer dieses russische Roulette überlebt hat, der hat gewonnen. Okay, jetzt müssen wir die Anweisung des Rats überleben, um die astrale Lebensherausforderung abzuschließen. Wo wir auch immer gerade sein mögen. Schon mal nicht verkehrt. Dieselbe Waffe. So, jetzt habe ich eine Waffe. Das ist schon mal gut. Lang geht automatisch. Nicht gut.
Achso, und regeneriert automatisch Munition, wenn sie nicht benutzt wird. Das ist natürlich auch sehr gut. Sind halt Lebensenergie. Und hier kommen wir ab. Da kommt etwas. Die Bedrohung. Zerstörung der Behörde. Ein perverses Versteckspiel. Ein Angriff. Flächen aus Direktor. Die Behörde schützen. Nötig für das Überleben, Leiden, verpflichtend. Hast du das gehört? Das ist der Tote. Gleich nachdem die Pyramide zu mir sprach. Und es war nur Rauschen. Und ich habe jedes Wort verstanden. Und diese Waffe lebt. Weißt du was? Ich bin froh. Froh, hier zu sein. Draußen ist es ruhiger geworden. Ist das sicher? Okay, alles sehr mysteriös, Jan. So sah es hier gerade noch nicht aus. Du darfst das nicht zulassen. 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 Du darfst das nicht. Feldforschung über Zischerwesen. Befallener Wachmann. Die Behörde arbeitet viel internes Sicherheitspersonal. Die Zischer haben das schnell zu ihrem Vorteil genutzt. Zischerwachen nutzen die gebräuchlichen Hinterschaftsladergewehre, die sich für ihren Befall hatten, während gepanzerte Waffen Vorderschaftsrepetierflinten tragen. Es wurden keine paranatürlichen Fähigkeiten bei ihm beobachtet, mit Ausnahme bestimmter Zischerwachen, die durch einen dichten Resonanzschild Decisions geschützt sind. Okay. Vollständiger Bericht wäre in Akte, aber sehen wir nicht, weil ist geschwärzt. Und die Fotografie von dem vorherigen Direktor Trench. Jetzt sind wir Direktoren der Behörde. Wollen wir noch nicht rein. Aber hier geht's auf einmal weiter. Und hier war mal der Fahrstuhl. Da, geradeaus. Ist auf jeden Fall sehr mysteriös und kurios. Die Hotline. Ein sicherer Kommunikationsweg. Anweisung. Die Hotline. Sag
besagter Tote. Okay. Wo bist du? Da. Ja, immer mehr. Ist die Frage, muss ich die erschießen oder nicht? Gab es noch was zum Sammeln, habe ich gesehen. So. Agendapunkte für nächstes Meeting in der Geschäftsleitung. Steigende Kosten der AWE-Einsätze. Neue Informationen über Fungus. Ausrottungsversuche. Bevorstehende jährliche Gehaltsüberprüfung. Prüfen und finden eines neuen Kaffeefilterlieferanten. Bitte kommen Sie vorbereitet. Vielen Dank für Ihre Zeit. Hier ist die Toilette, da wollten wir nicht hin. Aber hier gibt es noch... Erinnerung, wenn Sie eine unvorhergesehene Raumverschiebung erleben, befolgen Sie diese einfachen Schritte. 1. Durchsuchen Sie den Raum nach gewandelten Objekten oder Objekten der Macht. 2. Tragen Sie dieses Objekt in den nächsten sicheren Raum. 3. Warten Sie, bis die Mitarbeiter der Behörde Sie und das Objekt finden. Wenn sich keine derartigen Objekte in der Nähe befinden, dann erreichen Sie Ihren Vorgesetzten über die nächstgelegene Gegensprechanlage und warten auf weitere Anweisungen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Alles klar, wissen wir da schon mal Bescheid. Es ging auch sehr schnell, dass hier ein Bild von uns hängt als neue Direktorin. Gar nicht. Wo müssen wir denn jetzt hin? Okay, Jesse Faden, das ist ja die Charakter, den wir spielen, kommt am ältesten Haus, dem Hauptquartier des Federal Bureau of Control, kurz FBC, an, um Antworten auf die Geheimnisse ihrer Kindheit zu finden. Ah, vom Hausmeister Artins Gebäude geführt und entdeckt Jesse den erschossenen Direktor der Behörde, Zachariah Trench. Sie hebt die Waffe neben der Leiche auf und wird auf die Astralebene teleportiert. Der seltsame Rat ermutigt sie, die Waffe an sich zu binden. Sie ist ein Objekt der Macht, die Amtswaffe genannt wird. Es gelingt ihr und sie wird vom Rat unterrichtet, dass sie jetzt Direktorin ist. Okay. Mal was. Reservierung zum Abendessen. Um 19 Uhr. Ehefrau trifft sie dort, kommen sie nicht zu spät. Blumen liegen für sie in der Rezeption in der Lobby bereit. Nicht vergessen, sie wird 46. Ach, da hinten ist die Tür. Das
Da sind wir in der zentralen Geschäftsleitung. Ich vermute mal, hier kommen gleich wieder... Das Zischen, das vorhin noch nicht anbringen wollte. Das Zischen hat sich in alles hier eingegraben. Ist das Zischen dein Freund? Gut, es ist unser Freund. Dieses Geräusch ist ansteckend. Es gräbt sich in dich wie eine nervige Melodie, die man nicht aufhören kann zu summen. Fast gedacht. Werfen die Granaten nach mir? Das war, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das war kein normaler Zischer. Aber ich habe hier vergessen, wo den Knopf zu drücken. Das können wir mal glatt tun. Manchmal hat es auch was Gutes, wenn man, draufgegangen ist und an einem Speicherpunkt wieder rauskommt. So, für den Marschall bestimmt. Wir haben uns den AWE in Duluth angesehen. Das war nichts. Wie das Feuer im Haus davor, der kaputte Wäschetrockner davor. Und mein Team hat diese Blindgegner langsam echt satt. Wir müssen eine bessere Methode finden, echte AWEs von falschen zu unterscheiden. Wie dem auch sei, wir sind auf dem Weg zur Sherman Ranch, die als nächstes auf der Liste steht. Hoffen wir mal, dass er etwas lebhafter ist. Hochachtungsvoll, Spezialagent Keenum. So, was gibt's hier? Waffenmodifikationen. Sind ja auch nicht schlecht. Da kann ich mich im Shelter auch in dem Bunker hier einsperren. Gibt's hier noch was? Nein, hier komme ich nicht durch. Alles klar. Gut. Das Zischen, das vorhin nicht anbringen wollte. Das Zischen hat sich in alles hier eingegraben. Ist das Zischen? Das ist unser Freund. Dieses Geräusch ist ansteigend. Es gräbt sich in dich wie eine nervige Melodie, die man nicht aufhören kann zu summen. So. Wenn die Feuer rausgeschmissen oder erstmal nicht runterspringe. Vermutlich erst, wenn ich da runter mache. Da müssen wir mal aufpassen. Irgendwo kommt gleich der... andere, der mich ordentlich vermöbelt hat. Ranger zweiter Klasse. Deswegen ist er so gut. Wo bist du denn? Ja? Ah.
Heilige Scheiße. Du, wir haben es geschafft. Hallo? Können Sie mich hören? Ja. Gehören Sie zu uns? Zur Behörde? Alles klar, da hat sich der Raum ein wenig mal geändert. Gut, dann sprechen wir mal mit der Person im Schutzraum, mit der Gegensprechanlage. Aber das Ganze passiert dann in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Bitte reden Sie mit mir. Abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt, um nicht zu verpassen bei Control. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.